Ich darf alle Tiere halten. Man braucht eigentlich für alle Tierarten eine Lizenz. Und wenn man Tiere länger als 2 Jahre gewerblich gehalten hat, hat man die. Beziehungsweise, wenn man das nicht hatte, dann muss man, wenn man so ein Unternehmen macht, für jede Tierart eine Prüfung ablegen. Das heißt Paragraph 11 Prüfung. Viele haben eine Paragraph 11 Prüfung für Warmwasserzierfische, andere für Meerwasser, andere für Vögel, manche für Säugetiere und, und. Also die meisten Zoohändler haben so Paragraph 11 für, ich sag mal so, 5 bis 7 verschiedene Tierarten. Ich habe mal vor kurzem nachgeguckt. Also ich habe da mittlerweile ein Buch. Das ist fast so dick wie mein Buch. Da sind die ganzen Paragraph 11 drin. Ich glaube, das ist über 200 verschiedene Prüfungs habe ich als Paragraph 11. Deshalb darf ich die alle halten. Ja, wie alt ist denn so ein Zoohändler? Ja, sagen wir mal, 45 Jahre habe ich schon das Geschäft. Das ist schon ziemlich lange, so lange bin ich Unternehmer. Davor, so was gab es früher, da war ich noch bei Bundeswehr. Davor habe ich eine Lehre gemacht, davor bin ich in der Schule gegangen. Kindergarten war ich, glaube ich, nur eine Woche oder so. Da hat man mich rausgenommen, weil ich da schon für so was keine Zeit hatte. Also so ganz jung kann ich nicht mehr sein. Andere Menschen, die so in meinem Alter sind, die sind schon ein Jahr mindestens in Rente. Heute, die meisten von euch, die Jungen, die müssen ja 67, die ganzen Jungen, glaube ich, bestimmt 70 Jahre arbeiten, bis Rente haben. Aber ich habe die eigentlich schon. Aber ich habe mir meine Rente auszahlen lassen und die stecke ich alle noch ins Unternehmen, weil ich plane. Ich bin nämlich 66 erst. Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Und ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass dann mit der Größe hier von unserem Geschäft so lächerliche 13.500 Quadratmeter, dass diese Größe eigentlich gar nicht in Ordnung ist. Andere Zoogeschäfte sind 130 oder 1.300 und wir 13.000. Warum ist das so? Ist das eigentlich in Ordnung? Also ich persönlich finde das eigentlich nicht in Ordnung, dass der so groß ist, wenn man mich jetzt mal fragt. Also so meine ehrliche Meinung, ich hoffe, ihr wollt meine ehrliche Meinung. Meine ehrliche Meinung wäre, ich hätte ja viel lieber 130.000 Quadratmeter. Ich hätte nämlich noch so viele Ideen. Aber ich habe jetzt 45 Jahre an den 13.000 Quadratmeter gestrickt. Ich kann gar nicht mehr stricken. Ich glaube, wird nicht mehr größer. Ist halt so. Ich habe doch nicht einen Vogel. Hunderte habe ich. Als Kind, als Jugendlicher hatte ich schon Vögel. Ich hatte schon mit 14 Jahren über 200 Wellensittiche, aber nicht nur Wellensittiche. Das ging von Zebrafinken als kleinste Vögel los bis zu große Gold- und Diamantfasane. Also einer, der sagt, der Norbert, der hat einen Vogel, ne? Der hat wahrscheinlich selber keinen. Und ich habe noch nie einen Vogel gehabt. Ich habe immer eigentlich Hunderte. Die nächste Frage, ein bisschen mehr Details. Da kann ich nicht sagen. Tja, früher war ich der Vogel Norbert. So hat man mich genannt. Und das will ja schon was heißen, ne? Es gibt eigentlich gar keine Idee für zurzeit. Ich habe als Kind Tiere gehabt und das wurden immer mehr, utopisch viele. Mit 13 habe ich schon mit 200 Wellensittichen gezüchtet, mit 14 hatte ich 70 Aquarien. Aber das andere hatte ich auch noch alle, 50 Meerschweine, viele Echsen, Feuer, Salamander, Schildkröten und, und. Und ich habe die immer gezüchtet und musste die verkaufen. Und eines Tages habe ich gesagt, warum verzüchte ich die und verkaufe die alle an die Geschäfte? Ich kann auch selber ein Geschäft machen und verkaufe dann direkt meine Tiere. Das war eigentlich nur ein logischer Prozess, der dann so immer weiterging. Und da gab es keine Idee hin, ich mache jetzt, oh, ich sitze hier auf dem Stuhl und was mache ich heute mal? Ich mache mal ein Zoogeschäft. So war das nicht. Das war wirklich einfach eine Entwicklung dahin. Und die Entwicklung ging ja dann immer weiter. Und von diesem kleinen 65 Quadratmeter großen Zoogeschäft habe ich mich dann weiterentwickelt. Und heute haben wir 13.500 Quadratmeter. Das ist einfach so. Da gab es keine Idee. Mein Lieblingstier, das ist also wirklich eine der am meisten gestellten Fragen. Was ist denn wohl mein Lieblingstier? Ich glaube, so die Fans, die schon lange gucken, die wissen dann, grundsätzlich mag ich alle Tiere. Ich habe überhaupt nicht eine Abneigung gegen irgendwas, wovor mir graust, wo ich Angst habe. Respekt vor allem, ganz klar. Irgendwo hat man ja so ein Tier, was man doch mal mehr ins Herz geschlossen hat, was einen vielleicht auch eine lange Zeit des Lebens begleitet hat.
ich meine jetzt natürlich nicht so aktuell, welches Tier, sondern welches Tier mein liebstes Tier im Leben war. Aber das Tier vielleicht nicht alleine, sondern die Tierart, die mich auch mein Leben begleitet. Ich hatte die 5, 6 Jahre nicht im Geschäft, habe extra jetzt ein Terrarium dafür gebaut. Jetzt wisst ihr schon ganz nah. Ich hatte mir als 8-Jähriger schon ein kleines Krokodil gekauft. Das hatte ich ganz lange super lieb. Ja, sowas hat es wirklich mal gegeben. Weiß ich ja nicht, wie die denn Mäusegeschmack da reingekriegt haben, ob die den Mäusekäfig sauber gemacht haben oder ob das künstlich hergestellte Geruchsstoffe sind, ist mir ein Rätsel. Hat es echt früher gegeben, man hat die Dose losgemacht, die roch wirklich nach Maus. Aber ich glaube, da ist man heute ein Stück weiter. Mir ist dann nicht mehr bekannt, dass es ein Futter gibt, was nach Mäuse riecht. Die Katze muss auch nicht nur Mäuse fressen. Die Katze ist eigentlich ein tierischer Allesfresser. Und dann muss nicht immer Maus sein. Das wäre wie jeden Tag Erbsensuppe. Das ist auch nicht gut. Abwechslungsreich ernähren, das ist immer gut. Mit viel Geschmack dabei. Das ist natürlich noch besser, wenn das dann schmeckt. Aber dann nicht nach Maus. Das geht doch gar nicht.